Hallo, du möchtest dein altes Smartphone, Kabel, Lautsprecher und Powerbank sinnvoll upcyclen und weiterverwenden? Mit ganz einfachen Mitteln lässt sich aus deinem alten Handy ein Retro-Fernseher im Kleinformat basteln. Als Oberfläche dient dazu Kodi. Das meiste davon hast du wahrscheinlich schon zu Hause. Aus alt mach neu. Also, lasst uns loslegen. Als Basis für den Retro-Fernseher dient uns eine niedliche Taschentuch-Aufbewahrungsbox für ca. 8 Euro. Das Frontteil verwenden wir als Displayhalterung. Das Frontteil wird aufgeklipst und anschließend schneiden wir zuerst den Platz für den Stecker mit einem Cuttermesser heraus. Das alte Smartphone kann anschließend in den USB-Anschluss eingeschoben werden. Mit einem Akkuschrauber und einem Holzbohrer erstellen wir das Loch für den abgewinkelten Stromstecker. Ich habe noch ein Smartphone mit Kopfhöreranschluss und dazu passende Boxen. Der Ausschnitt für den Kopfhöreranschluss wird mit einem Cuttermesser ausgeschnitten. Die Bohrung für das Kopfhörerkabel schneiden wir mit dem Akkuschrauber und einem Holzbohrer in das Kunststoffgehäuse. Nun kann das alte Handy eingelegt werden. Die Frontplatte wird durch Klipse montiert und fertig ist unsere Displayhalterung. Man kann zwar das Gehäuse des Papiertuchhalters mit einem Cuttermesser zurechtschneiden, das Ganze wird aber sehr instabil werden. Außerdem ist das dünne Plastikgehäuse keine gute Basis für einen klaren Klang. Apropos Klang. Ich verwende hier meine alten Manhattan-Lautsprecher. Dazu zerlege ich die Boxen und lege die magnetischen Lautsprecher frei. Das Gehäuse basteln wir uns aus Sperrholzplatten aus Birke oder Pappel. Die Displayhalterung wird mittig eingelegt und die Umrisse mit einem Bleistift übertragen. Danach wird die Sperrholzplatte mit einem Holzbohrer angebohrt. Der Ausschnitt wird mit dem meiner Meinung nach am meist unterschätzten Werkzeug, nämlich der Laubsäge, gesägt. Damit kann man schnell und einfach komplizierte Formen aussägen. Ich verwende hier ein Modell aus dem lokalen Baumarkt. Ähnliche Materialien und Werkzeuge findest du in der Videobeschreibung. Mit einer Feile wird die Umrandung begradigt und vorhandene Sägeabweichungen ausgeglichen. Die Frontplatte sollte nach der 5 Minuten Säge und 5 Minuten Feilarbeit anschließend gut einklipsen. Später empfehle ich euch, die Kanten mit Leim zu bestreichen. Das macht das Ganze widerstandsfähiger. Die Seitenteile können mit der Laubsäge und der Feile schnell und einfach erstellt werden. Mit der Laubsäge kann man auch relativ einfach Kreise und runde Formen sägen. Auf der Rückplatte skizzieren wir den Umriss für das USB-Kabel grob an und bohren es aus. Anschließend feilen wir die Leimkanten an. Die Schachtel, in dem wir die Boxen und die Powerbank einlegen, wird geklebt. Mit einer 45-Grad-Schräge sieht das fertige Produkt besser aus. Die Leimkanten erstellen wir mit einer Holzfeile und etwas Augenmaß. By the way, mit etwas Leim und Sägemehl lassen sich kleine Schnitzer gut ausbessern.
Als Standfuß dienen einfache Holzdübel. Die Stellen zeichnen wir an und bohren die Löcher mit einem Akkuschrauber. Die Dübel werden mit Leim verklebt. Nehmt transparent trocknenden Holzleim, dann fallen Klecksereien am Endergebnis nicht ganz so stark auf. Dank der angeschrägten Kanten geht das Verleimen einfach. Die Konstruktion stabilisiere ich dabei mit Kreppband. Nach dem Trocknen verleime ich die letzte Platte. Diesmal beschwere ich die Blende mit einem Zusatzgewicht. Das Gehäuse steht, wird also Zeit, die Displayhalterung in das Gehäuse zu schieben. Damit wir unser Retro-Fernsehgerät ein- und ausschalten können, bringen wir Bohrungen an. Als Bedienhebel dienen wieder einfache Holzdübel. Die Box fixieren wir zuerst mit Sekundenkleber und montieren es mit abgezwickten Spax-Schrauben. Nachdem die Boxen montiert wurden, wird das USB-Kabel in das Gehäuse gezogen. Die Powerbank sollte gleichzeitig sich aufladen und ein anderes Gerät beladen können. So sieht nun das Endergebnis aus. Aus einem alten Smartphone wurde mit Werkzeugen und Gerätschaften, die man eh zu Hause hat, ein Retro-Fernseher. Als Oberfläche kommt hier Kodi zum Einsatz. Damit hat man Zugriff zum Beispiel auf viele Dienste wie Netflix, Disney Plus oder normale Fernsehsender. Ich nutze den Retro-Fernseher in der Küche als Internetradio oder lasse einen Fernsehkanal mitlaufen. Also, danke fürs Zusehen und auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal.